Okay, Freunde, wieder da. Wir gucken mal, wie wir jetzt hier so weiterkommen. So, die Tür geht auf. Ach so, geht wieder zu. Wir müssen also irgendwie das Feuer bekämpfen. Diese Gälerei hier, ey, schlimm. Nee, wir müssen ja irgendwie das Feuer loswerden. Wir könnten probieren, das auszuklopfen. Mit dem Handtuch. Eigentlich ist es Schwachsinn, das Handtuch würde garantiert bei dieser Hitze komplett verbrennen. Du wickelst dich in die feuerfeste Decke ein und beschließt, ach so, schon ist von in Richtung der Klappe zu gehen, durch die Cooper verschwunden ist. Ach so, die ist von der Feuerwehr. Ja, ja, dann das Glück ist auf deiner Seite. Der Zug setzt sich in Bewegung. Aber weißt du, oh Gott. Das Glück ist ein ziemliches Miststück. Henry. Wetten. Und schon wieder tot. Joke? Ach so, stimmt, das spielt in der Vergangenheit. Oh Gott. Schon Boris erzählt uns das ja alles. Die Wahrheit trifft dich und du fühlst dich vielen Fragen ausgesetzt. Wer bist du wirklich? John Yesterday? Choke? Bist du noch da, Choke? Oder keiner davon? Choke, bist du es? Wie viele Leben brauchst du, um dich zu erinnern? Zu viele. Vor allem, wieso bist du unsterblich? Ich werde jetzt gehen, aber wiederkommen. Wieso die Amnesie? Heute hat mein Danny Geburtstag, vergiss das nicht. Wieso die Narbe auf deiner Hand? Ich werd's versuchen. Du hoffst, all die Antworten auf diese Fragen am selben Ort zu finden. St. Fergus, Inverloch, Schottland. Ist es hier? Ja, wahrscheinlich. Nutzen wir die letzten Sonnenstrahlen aus. Ich hol die Sachen und du siehst dich schon mal um. Auf einmal erregt etwas ungemein deine Aufmerksamkeit. Was denn? Ah, komm. Deine Reise nähert sich immer mehr ihrem Ende. Kommt mir bekannt vor, das Ding hier. Du versuchst, den Dreck mit den Fingern abzukratzen. Wir haben da ein Messer. Aber keinerlei Erfolg. Wir haben hier ein Messer. Glaubst du etwa, dass du den Dreck mit diesem Messerchen vom Kreuz kratzen kannst? Okay, wir haben ein Feuerzeug. Können wir nicht mal abbrennen? Das ist zurück. Das haben wir noch hier. Es ist eine Schande. Ach, Mensch, mein Auge. So schönes so enden musste. Guinness de Udunia muss Notre Dame geliebt haben. Denn dieses Rosettenfenster erinnert stark an die Fenster in der Pariser Kathedrale. Du suchst das Glas nach irgendeiner verborgenen Bedeutung. Na gut. Findest aber nichts. Schade. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Was ist denn das? Du steckst die Bürste. Ah, eine Bürste. Auch wenn du den Rest des Griffes nicht damit können wir den Dreck abmachen. So, was haben wir hier? Als du den Stein berührst und die Medaillons genau begutachtest, erinnerst du dich. Guinness de Ordunia, der Anführer des Ordens des Fleisches, ließ eine exakte Kopie jener Medaillons aus der Fassade von Notre Dame anfertigen. Und zwar für eine Kirche, die er errichten wollte. Verstehst du, Choke? Wenn wir diese Kirche finden, dann finden wir auch den Orden des Fleisches. Achso, das ist nochmal das, okay. Was haben wir jetzt noch? In die Ferne können wir gucken. Achso, Entschuldigung. Ja, ich wollte ja auch eigentlich nur beobachten. Der See von St. Fergus. Okay. Ja klar, die schilt erstmal eine Runde. Das nimmst du lieber nicht mit. Wenn du etwas erhitzt, machst du es dort. Okay, den Topf. Der Kochtopf wird dir sicher gute Dienste leisten, wenn du herausfindest, welche Rolle die Alchemie im Orden des Fleisches spielte. Hier haben wir noch einen Spaten.
Aufgrund deiner Beobachtungen bist du dir ziemlich sicher, dass du diese Schaufel brauchen wirst. Sind das ja alles für einzelne Gläser? Wer etwas vom Bergbau versteht, weiß, dass Kobalt ungemein nützlich sein kann. Ja, kein Plan. Du nimmst den kleinen Behälter, der mit purem Alkohol gefüllt ist. Während du das einfach alles mit steckst, sagst du immer wieder zu dir selbst: Ich darf es nicht trinken. Zink, oder? Ja, nimmst Zink. Du den Behälter mit dem Zink an dich. Einfach mal alles mitnehmen. Ich denke mal, oh, meine Stimme. Dient der Schwefel demselben Zweck wie in Paris das Symbol? Ich denke mal, wir müssen dann garantiert in den Topf bestimmte Sachen mixen. Du weißt einfach, dass dir dieser Essig von Nutzen sein wird. Und wir garantiert mixen und dann in den Topf und dann damit erhitzen. Nach Beobachtungen in den Ruinen bist du dir ziemlich sicher, dass du Salz brauchen wirst. Du nimmst Gold. Den Behälter mit dem Goldpulver. So, mehr darf man hier nicht haben. Genau. Außer mit Pauline. Hast du gut geschlafen? Mehr oder weniger. Die Reise war verdammt anstrengend. Danke, dass du für mich den langen Weg auf dich genommen hast. Ich konnte nicht anders. Aber ja, es war anstrengend. Bis Glasgow war es kein Problem. Aber dann überkam ich die Müdigkeit. Ich hielt irgendwo an und schlief 3 Stunden im Auto. Aber wie es aussieht, war das nicht lang genug. Oh. Mir geht es wie dir. Muss wohl Jetlag sein. Lass uns die letzten Sonnenstrahlen auskosten, John. Bald ist es Nacht und wir können nichts anderes tun, als uns auszuruhen. Nutzen wir die Zeit, die wir noch haben. Danach schlafen wir uns im Jeep aus. Zusammen? Na klar, du Dummkopf. Dann hoffe ich, dass es ganz schnell dunkel wird. Boah. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Wir sind viel zu erschöpft, als dass heute Nacht irgendetwas passieren könnte. Also, der Hammer, John, ey. Deines Vaters entdeckt? Nein, nichts, was direkt mit diesem Ort zusammenhängt. Ich habe ein Kreuz gefunden, das dem ähnelt, welches dein Vater konstruiert hat. Ja? Im Tagebuch ist auch so eins abgebildet. Vielleicht war das, was du gefunden hast, die Vorlage für seines. Könnte sein. Hast du etwas Interessantes? Es gibt da etwas bezüglich des Kreuzes. Quecksilber zur rechten, Schwefel zur linken, Salz von oben... und Feuer von unten. Alkohol brennt, also könnten wir dann das Feuer unten hinstellen. Als wir uns kennenlernten und ich dir sagte, dass wir uns am Flughafen treffen würden, ist da etwas aus dem Laden verschwunden? Nein, nichts. Naja, etwas von dem Quecksilber, das mein Vater hatte. Aber das hast du selbst genommen, kurz bevor du verschwunden bist. Du hast zu mir gesagt, es könnte der Schlüssel sein. Danach ging ich ins Hotel. Und Marcel hat mich damit vergiftet und... Auch wenn du Pauline noch nicht die Wahrheit gesagt hast, ohne eine überzeugende Erklärung wird sie dich für verrückt halten. Sie denkt, dass ihr hier seid, um nach Beweisen zu suchen, die belegen, dass Henry der Inquisitor und der Obdachlosenmörder ist. Und als ich aus dem Koma erwachte, war mein Gedächtnis ausgelöscht. Petit... Dieser Amerikaner, mit dem dein Vater am Tag vor seiner Ermordung zu Abend aß, ich glaube, das war Henry White. Das denke ich auch. Aber er war es auch, der meinen Vater ermorden ließ. Und ich schwöre dir, dass er dafür bezahlen wird. Jep, wird er. Ich glaube, ich kannte deinen Vater. Wie bitte? Wann? Vorsicht. Du kannst dir nicht erzählen, dass du Choke bist. Noch nicht. Ich weiß es nicht. Es sind zusammenhanglose Erinnerungen. Aber ich kannte ihn. Du hast von einem Freund deines Vaters gesprochen. Choke. Ein komischer Typ. Er war nicht ganz dicht. Irgendwie ganz besessen von der Inquisition. Als ob er wollte, dass es sie wieder gäbe. Ich hatte Angst vor ihm. Er schrie herum, wurde wütend auf meinen Vater. Eines Tages stritten sie so heftig, dass er ihn hinauswarf. Und sie sich nie mehr trafen. Mein Vater hat mir nie erzählt, wieso. Okay. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich in all das reingezogen habe, Pauline. Schon okay. Wäre das nicht passiert, hätte ich dich nie kennengelernt. Und das ist der einzige Grund, weshalb ich hier bin. Das ist wohl wahr. Okay, wir können ja mal den Alkohol... Obwohl das die perfekte Umgebung für Hexerei und satanische Rituale zu sein scheint... Okay, dann vielleicht müssen wir erstmal hier den Dreck wegmachen. Du reibst eine Weile daran herum, aber der Dreck ist hart wie Stein. Und wird sich im trockenen Zustand wohl nicht entfernen lassen.
So. Du versuchst. Okay, jetzt brauchen wir halt Feuer. Oder, ich habe keinen Plan. Wenn, oh, hoppala. Wenn dieses Kreuz das ist, wofür du es hältst, werden dir die alchemistischen Elemente von Nutzen. Dreckrüstung. Das Kreuz in Stück. Nochmal bitte. Wenn du hinter das Geheimnis des Kreuzes kommen willst. Na gut, können wir den Brenner jetzt doch mitnehmen? Das nimmst du lieber nicht mit. Wenn du etwas erhitzt. Wenn du den Topf erhitzen willst. Ja, es ist mir klar. Obwohl das die perfekte Umgebung. Nein. Du hast Pauline gebeten, Proben von alchemistischen Elementen mitzubringen. Leider hat... Ja, Feuerzeug hätte ich noch. Du zündest ihn an und ja, er funktioniert. Ah, toll. Wow. Na? Du verschwendest die... Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt dann halt, Zink. Schwefel höchstens. Du verschwendest. Nee, also alles. Nimmt er ja nicht mit. Hast du etwas? Eins, aber bei dir war eher das Gegenteil der Fall. Weil ja das Quecksilber dafür gesorgt hat, dass du dein Gedächtnis verloren hast, nicht wahr? Nochmal bitte. Ein Satz ist mir besonders aufgefallen. Quecksilber, um sich zu erinnern. Das ist ein Zitat von Paracels, aber bei dir war... Quecksilber. Ich hab keinen Plan. Wie soll ich da... Ginesta Ordunia ließ eine exakte Kuh... Verstehst du, Choke? Wie soll ich jetzt da den Dreck abkriegen? Muss ja irgendwie warm gemacht werden. Du reibst eine Weile daran herum. Aber der Dreck ist hart wie Stein. Und ach, trockenen Zustand. Warum will ich das immer anzünden? Oh, ich bin doch so bescheuert. Wir brauchen nur Wasser. Du füllst den Kopf, also, ich bin doch so... sauberem, kaltem Wasser. Nee. So simpel. Und ich raff es einfach nicht. Ach, Gott. Auch wenn dir der Inhalt des Kochtopfs beim Säubern des Kreuzes helfen kann, wird es nichts bringen, ihn darüber auszuleeren. Okay, vielleicht weil es kalt ist? Keine Ahnung. Du lässt den Topf auf der Flamme stehen. So, dann anzünden. Du erhitzt das Wasser im Topf ein paar Minuten lang. So, Du verschwendest die Alch... Nope. Kobalt? Du verschwendest... Nein. Obwohl das die perfekte... Nein. Einfach mal du irgendwas. Verschwendest. Weil ich wieder keinen Plan. Du verschwendest... Du gibst einen guten okay. Schuss Essig in den Kochtopf. Klar, Essigreiniger. Das Wasser salzen? Du verschwendest... Wie gesagt, ich habe keinen Plan von... Du hast Pauline gebeten, leider... Zink. Du verschwendest... Wie gesagt, weil ich keinen Plan habe, du was da noch so rein soll. Hallo? Obwohl das... Ja, Kobalt... Du verschwendest... Nochmal. Da der Inhalt des Kochtopfs immer noch heiß... Können wir den jetzt aber mitnehmen? Du nimmst den heißen Topf von der Flamme. Vielleicht reicht das ja schon, das Essigwasser. So. Auch wenn dir der Inhalt des Kochtopfs... Du tunkst die Bürste in das heiße Wasser-Essig-Gemisch. So. Nachdem du die Bürste in das heiße Wasser-Essig-Gemisch getunkt hast und damit den Dreck auf dem Kreuz bearbeitest, beginnt sich dieser aufzulösen. Und super. Als du so lange geschrubbt hast, dass dir fast die Arme abfallen... Quecksilber zur Rechten. Aber zuerst
musst du die Abdeckung entfernen. Die Abdeckung? Du versuchst, die Abdeckung per Hand abzubekommen, schaffst es aber nicht. Mit dem Messer? Mit der Klinge des Messers kannst du die Abdeckung entfernen. Super. Mach das jetzt gleich bei allen? Okay, Quecksilber. Du entfernst die Abdeckung und schüttest etwas Quecksilber in die Öffnung, woraufhin sich irgendetwas im Kreuz entriegelt. So, und links Schwefel. Nach dem Entfernen der Abdeckung gibst du Schwefel in das Loch und... Wo ist Salz? Salz ist hier oben. Du entfernst die Abdeckung vom Loch, schüttest das Salz hinein und irgendwo im Kreuz wird ein Mechanismus in Gang gesetzt. Unten ist jetzt gar nichts. So gründlich du den mittleren Teil des Kreuzes auch abtastest. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Hä? Du suchst das. Also ich hätte jetzt gesagt. Na? Okay. Ist ja überall jetzt was drinne. Jetzt hier irgendwas getan? Scheint nicht so. Pauline? Hast du etwas in... Ein Satz ist mir besonders aufgefallen. Quecksilber um sich... Aber bei dir war eher das Gegenteil der Fall. So, weil hier unten fehlt doch jetzt was. Im Gegensatz zum Kreuz von Petit muss bei diesem wohl nichts in die Mitte gesteckt werden. So gründlich du den mittleren Teil des Kreuzes auch abtastest. Du. Ja, es ist ja schon in Ordnung. Es wäre besser, wenn das Quecksilber nicht die. Du suchst das Glas nach irgend... Das fehlt hier mit... Nein, nicht da. Mal zurück. Als du den Stein... Gineste Ordunia, der Anführer des Ordens des Fleisches, ließ eine exakte Kopie jener Medaillons aus der Fassade von Notre-Dame anfertigen. Und zwar für eine Kirche, die er errichten wollte. Verstehst du, Choke? Nee, es ist nichts, was mich interessiert. Womöglich ein künstlicher Stau. Da war gerade noch was anderes. Hinaufsteigen? Wofür? Und da wir schon mal dabei sind. Welchen Sinn hat dein Leben eigentlich noch? Ach, wie mies bist denn du? Ein paar Stufen, die in... Du lässt den Topf auf der Flamme stehen. Du versp... jetzt irgendwie... Der Kochtopf verströmt bereits einen starken Essiggeruch. Du verschwend... Obwohl das... Du versp... Da der Inhalt des... Taschenlampe einfach nur gegenstrahlen? Die Taschenlampe hilft dir nicht. Die Taschen. Kein Plan. Na gut, vielleicht fällt mir ja im nächsten Part irgendwas ein, was ich machen kann, machen muss, machen will. Also bis dahin wieder mal erstmal macht's gut.